Wie kannst du in komplexen Zeiten deine innere Balance finden? Wie kannst du einen Ort finden, in dem du ausgeglichen, entspannt, friedvoll Lösungen findest, Schwierigkeiten meisterst? Meine Strategie, um in schwierigen Zeiten immer wieder meine Mitte zu finden, ist, in den Körper zu gehen. Und in die Beweglichkeit, in die Entspannung und Flexibilität wiederzufinden. Warum? Es gibt eine ganz großartige Gesetzmäßigkeit, die in deinem Körper genauso wie in meinem wirkt. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Wechselwirkung zwischen Körper und Geist. Wenn es in deinem Körper ruhiger, balancierter, ausgeglichener ist, wenn deine Gehirnwellen anders schwingen als in Stress, Panik, Sorge, dann wirkt das auf deine Gefühle und auf deine Gedanken. Du bist leichter, flexibler, ruhiger und kannst von dort aus einen Ort finden in dir, in dem du gelassener und ausgeglichener mit all dem, was um dich herum geschieht, umgehen kannst. Ich habe für dich einen Grundkurs entwickelt, zusammen mit Anna-Karina Heimer, ein Audio-Lernkurs mit sehr vielen Übungen, wo du lernen kannst, deinen Körper kennenzulernen, ihn zu verstehen und zu ordnen, dir selber damit zu helfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deinen Körper zu lieben und Wohlbefinden und Flexibilität als Grundlage zu pflegen, um dein Leben ruhiger, zentrierter, balancierter zu meistern. Wenn du diesen Weg gehen möchtest und Spaß an Lernen, Kreativität und überraschenden Übungen hast, dann ist vielleicht dieser Grundkurs für dich ein guter Weg. Unten im Videotext findest du Informationen darüber. Bewege dich frei. Und im Anschluss bieten wir dir jetzt eine der Übungen unserem Audio-Lernkurs, damit du das direkt an deinem Körper erfahren kannst. Wie kannst du dich selber in die Balance bringen? Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Balancieren der Körperzentren vom Tag 8. Wir üben weiter, wie wir unseren Körper fühlen lernen können, sodass eine immer präzisere und doch spielerische Weise entsteht, dass, wo wir fühlen können, wie wir unseren Körper aufrichten und bewegen können. Ja, für diese Übung empfehle ich dir, wenn es geht, dass du dir eine Spiegelfläche suchst, falls du einen Spiegel hast, den du so aufstellen kannst, dass du dich aufrecht siehst, also den oberen Körperbereich, Brustkorb und Kopf und Becken, wäre das ganz toll, aber vielleicht hast du sonst einfach ein Fenster oder irgendetwas, wo du dich selber ein bisschen sehen kannst, einfach um immer wieder auch mal dich mit den Augen zu vergewissern, wie dein Körper sich unterschiedlich stellt im Gegensatz zu dem, was du fühlst. Einfach auch immer wieder so ein Feedback dir in diesem Fall zu holen, kann sehr spannend sein, muss aber nicht sein. Ich gebe dir das einfach so mit. Falls du eine Spiegelfläche benutzt, dann kannst du dich so hinstellen, dass du von der Seite dich sehen kannst, so dass du gleich zur Seite blicken kannst und ein bisschen einen Eindruck bekommst, wie bei dir deine Körperzentren aufgerichtet sind. Ja, und erstmal kannst du nach vorne schauen und einen Moment fühlen, wo deine mittlere Linie ist. Wieder, wenn du dir so eine Kordel vorstellst, an dem unten ein Pendel hängt, die durch die Mitte deines Körpers geht. Wie richtest du dich auf? Kannst du sie fühlen? Und dann kannst du bitte einmal so ein bisschen bequem zusammensacken,
so wie es manchmal dir passiert, wenn du gerade nicht mehr kannst oder ganz woanders bist mit dem Gedanken und hängst ein bisschen in dir zusammen. Und schau dir dann, wenn du jetzt ganz sanft den Kopf zur Seite drehst, dein Spiegelbild an und versuch mal zu sehen, was macht jetzt gerade dein Becken, dein Brustkorb und dein Kopf. Wie sind sie geordnet? In welche Richtung schauen sie? Wie fühlt sich das im Nacken, in den Lendenwirbeln, für deine Atmung an? Und dann kannst du nochmal diese Linie, die du gerade jetzt hattest, als du erstmal dich so aufrecht gestellt hattest, in diesem Sinne jetzt nochmal durchhängen lassen von dem oberen Teil des Kopfes, das jetzt oben ist. Ja, wenn dein Kopf so zusammenfällt, wahrscheinlich woanders. Und versuch hier jetzt mal diese Kordel mit dem Pendel durchhängen zu lassen und zu spüren, in welchem Verhältnis dazu steht gerade mein Kopf. Mein Nacken, ja, diese Mittellinie. Mein Brustkorb ist mehr nach vorne, nach hinten. Mein Kopf nach vorne und nach hinten von dieser Linie. Wo ist mein Becken gekippt? Meine Füße. Wie geht das durch die Mitte beider Knie, beider Fußgelenke? Bis zu deinen beiden Zehen vorne. Du musst nichts neu organisieren. Versuch mal diese Diagonale, diese Winkel zu spüren, wie dein Kopf, dein Schädel im Verhältnis zu den Rippen, deine Rippen im Verhältnis zu den Becken und dein Becken im Verhältnis zu den Knien steht. Und dann kannst du nochmal deine Augen schließen und nach vorne schauen, falls du nochmal dir angeguckt hast, wie das aussieht im Spiegel. Und dann versuch jetzt von unten herauf deine Füße mit diesen Linien zu ordnen, wie du das gerade vorher gefunden hast. Ja, und so zu fühlen, das ist kein Korrigieren, sondern es ist wichtig, dass du hier für dich entscheidest, du willst spüren, wo ist die optimale Mittellinie, diese Außenlandmarken deines Körpers, die Außenkante der Füße, der Fußgelenke, der Knie, der Trochanter, dass ich das spüre, dass sie eine Säule sind, aber auch diese mittlere Linie zwischen beiden Zehen, entlang des Unterschenkels, durch die Knie bis zum Becken, durch die Hüftgelenke. Und dass du hier versuchst, diese Linie zu fühlen und dementsprechend deine Beine aufzurichten. Achte auf deine Atmung. Und dann kannst du nochmal die Hände auf das Becken stellen, auf den Beckenrand. Dort, wo dein Beckenkamm ist, dein Becken ist ja wie eine Schale. Du kannst dir auch kurz versuchen, das vorzustellen. Ja, die vorderen Finger sind vorne und umfassen den vorderen Beckenkamm und hinten so ein bisschen den hinteren Beckenkamm. Und du kannst, während du stehst, einige Male dein Becken kippen, so wie als wäre es eine Schüssel, die so nach oben gerichtet ist, Richtung Rippen. Und diese Schüssel kippe ich mal so ein bisschen nach vorne. Dann fließt, wenn da Wasser wäre, das Wasser nach vorne. Und wenn ich meine Schüssel nach hinten kippe und mein Becken runde, dann schwappt das Wasser so ein bisschen nach hinten. Und versucht da auch schon mal zu spüren, was ändert sich in den Beinen, in der Bewegung der Knie, der Füße, aber auch der Wirbelsäule und deine Rippen. Was für ein Verhältnis steht diese Schüssel zu deinen Rippen? Achte auf deine Atmung.
Und dann stellst du dort das Becken hin, wo es im Moment am leichtesten und angenehmsten für dich ist. Wo ist dort die Mitte? Du kennst ja auch deinen Schwerkraftpunkt, den du spüren kannst. Und diese Linie, die durch die Mitte deines Körpers geht. Und jetzt kannst du die Hände an dem unteren Rahmen deiner Rippen legen, wie wir das in der anderen Übung auch schon mal gemacht haben. Und auch hier jetzt versuchen, diesen oberen Bogen zu bewegen, sodass deine Rippen sich mal öffnen nach vorne und diese Wölbung der Rippe, wenn du dir jetzt das wie eine Kuppel vorstellst, mal nach vorne zeigt, mal nach unten hinten. Und ganz langsam spüren, wie diese Bewegung der Rippen etwas bewirkt in der Bewegung der Wirbelsäule, deines Kopfes und des Beckens. Wie steht jetzt die Bewegung deines Beckens in Bezug zur Bewegung der Rippen? Und erlaube gerne, dein Becken sich dabei mitzubewegen. Vielleicht merkst du, dass diese beiden Schüsseln sich zueinander bewegen und dann beide so ein bisschen, also diese obere Kuppel der Rippen und die Schüssel des Beckens, sich anfangen zueinander zu wenden und dann beide so ein bisschen nach hinten zu kippen. Und dann sind die irgendwann mal zueinander gerichtet und wenn du weitergehst, kippt dein Becken ein bisschen nach vorne und deine Rippen kippen nach vorne. Und dann versuch auch hier zu spüren, wo sind jetzt meine Rippen und mein Brustkorb so bequem in der Mitte geordnet, dass diese Kuppel ein bequemes Verhältnis zur Schüssel des Beckens findet. Und achte darauf, dass vor allen Dingen dein Kriterium Angenehmheit ist, dass du plötzlich leichter atmen kannst, dass du ein Gefühl von Mittigkeit und Ruhe bekommst. Wie stehen mein Becken und meine Rippen zueinander? Wo fühlt sich das gut und bequem an? Ja, und dieser Ort, es kann sein, dass er immer so ein bisschen wandert und sich so ein bisschen bewegt, je nachdem, wie es mir geht. Das ist keine starre Bewegung. Es ist eine fühlende Bewegung, eben etwas, was ständig im Wandel ist. Ja, und wenn du dieses Verhältnis der Rippenkuppel und der Beckenschüssel ein bisschen zueinander erkundet hast und einen guten Ort für dich erstmal gefunden, dann kannst du nochmal deinen Kopf und diesen Ort zwischen den Ohren erspüren und auch hier nochmal fühlen, was für ein Verhältnis steht diese obere Wölbung und die Kuppel des Kopfes im Verhältnis zur Rippe und zum Becken. Du kannst auch hier den Kopf ein wenig nicken lassen und fühlen, wo ordnet er sich optimal. Du kannst ihn auch nach vorne schieben und nach hinten. Achte auf deine Atmung und immer wieder spüren, wie bewege ich jetzt meinen Kopf. Wenn ich meinen Kopf sehr weit nach vorne bewege, was passiert mit den Rippen und mit dem Becken? Und lass die richtig genussvoll in die Bewegung hinein, einfach erforschen, was ist das für eine Geste? Was ist das für eine Geste, wenn ich mit meinem Kopf nach hinten immer mehr gehe? Ja, so als wollte ich weichen von etwas. Wie fühlt sich mein Nacken an? Was passiert mit den Wirbeln? Was passiert mit dem Brustkorb und mit meinem Rücken? Achte bitte darauf, dass du dir nicht wehtust dabei. Ja, und wo kann ich dann meinen Kopf so ruhen lassen, dass meine Rippen und mein Becken angenehm stehen und ruhen? Und angenehm und genussvoll ist hier das wichtigste Kriterium. Misstraue jeder Spannung und Anstrengung, die entsteht, um es richtig zu machen. Suche eher nach Genuss.
und angenehme Wahrnehmung. Die sind die besten Lotsen durch das Lernen. So ungewohnt das klingen mag. Genuss als Lotse. Achte, wie deine Atmung sich ändert, wenn du Genuss als Prinzip anwendest. Und spüre nochmal diese Mittellinie, die jetzt durch deinen Körper geht und diese drei Gewichte spielerisch ordnen lässt. Kann sein, dass die ganze Zeit sich etwas Kleines ändert, dass die ganze Zeit so ein bisschen tanzt. Wunderbar. Die zwei Säulen spüren, die zwei Außenseiten der Beine und auch die inneren Mitte beider Beine nochmal wahrnehmen. Wie fühlst du dich jetzt? Wie stehst du? Versuch dir nochmal die Wölbung des Schädels vorzustellen. Das ist ja auch wie so eine Art Schüssel, die nach unten schaut. Und wie sie jetzt parallel zum Zwerchfell ist, vom Thorax, vom Brustkorb, von den Rippen, dort wo wir es auch bewegt haben. Versuch dir einfach diese wunderschönen Wölbungen vorzustellen, wie sie im Verhältnis zueinander jetzt sind. Und die untere Wölbung oder Schüssel des Beckens, die nach oben schaut. Wie steht sie im Verhältnis zu diesen Wölbungen, zu diesen Räumen? Verändert sich deine Atmung, wenn du das spürst? Kannst auch damit ein paar Schritte machen. Du kannst dich nochmal hinstellen und die Ohren auf den, die Zeigefinger auf der Höhe der Ohren wieder stellen und ein paar Mal Ja sagen, sodass du nochmal diesen Ort auch durch Bewegung wahrnimmst und auch Nein, sodass du fühlst, wie dort in der Mitte des Schädels sich etwas dreht. So dass du diesen Raum da wahrnimmst, der so aufgehängt ist. Ja, achte immer wieder auf deine Atmung. Wenn du jetzt nochmal stehst, kannst du nochmal einige Male auf deinen Kopf klopfen, sodass du spürst, dass diesen Eindruck durch den ganzen Skelett bis zu den Füßen geht. Ganz sanft bitte, nicht zu doll. Nur so, dass du diesen Eindruck kriegst, ja, Schwerkraft durch das Skelett auf den Füßen. Und dann einmal stehen bleiben und spüren, was verändert sich, wenn du das so lässt und spürst. Wo sind diese Gewichte, diese Wölbungen, wie ordnen sie sich? Es ist etwas anders, wenn du dir diese Räumlichkeiten, die wir jetzt dort ordnen, diese dreidimensionalen Wölbungen, Kopf, Brustkorb und Becken, ja, als Räume spüren, die wir im Verhältnis zueinander versuchen zu fühlen und aufzurichten. Und einfach mal kannst du nochmal mit den Füßen so ein bisschen die Fersen heben und senken, so als wolltest du hüpfen, flup, 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 mit den Fersen wieder klopfen auf den Boden, sodass dein ganzes Skelett so ein bisschen wippt. Und nochmal spüren, wie fühlt sich jetzt die Aufrichtung daran an. Mal wieder so ein bisschen wiederholen und nochmal aufrichten. Und spüren. Ja, wir machen sehr viel in dein Nervensystem wach. Ja, und
Dann kannst du noch mal vor dem Spiegel stehen und noch mal schauen, wie das ist, wenn du jetzt diese verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten erweckt hast. Wie ordnet sich dein Körper? Kannst dich wieder so stellen, dass du von der Seite sichtbar bist. Und wenn du magst, einmal so nochmal zusammensacken und spüren, wie das ist, wenn du zusammensackst. Und dann langsam mit all diesen Kriterien deine Füße fühlen, deine Fußgelenke, deine Knie, dein Hüftgelenk, die Schüssel des Beckens, der Rippen, des Kopfes, diese Mitte ordnen, sodass du ein dynamisches dich aufrichten, was weiter schwingt. Das muss nicht eine steife Position sein, sondern es ist ein dynamisches Erkunden. Wie so ein Baum, der sich ständig im Wind ein wenig hin und her schwingt und ordnet. Und dann kannst du nochmal zur Seite schauen und das Bild im Spiegel gucken, hat sich etwas geändert. Und auch nochmal mit dem Spiegel ein bisschen spielen, wenn du siehst, dass eventuell dein Gewicht noch sehr weit nach hinten oder nach vorne. Wie könntest du ein Rippengefühl entwickeln, um das nochmal zu erweitern? Versuch zu spüren, wie das ist und zu sehen, was passiert von außen, so ein bisschen damit zu spielen. Und dann nicht zu lange, einfach nochmal loslassen und dich auf jeden Fall jetzt nochmal langlegen, sodass du gleich im Liegen dir Zeit nehmen kannst, um all diese Eindrücke der Aufrichtung in der Wölbungen zu fühlen. Leg dich lang und spüre einfach jetzt nochmal die inneren Linien, die durch den Körper gehen, die äußeren, diese drei wunderschönen Wölbungen, wie liegen die jetzt im Verhältnis zueinander, wenn du liegst? Wo spürst du dein Zentrum im Kopf, im Brustkorb, im Becken? Wie geht deine Atmung? Und lass dir hier noch Zeit, ein paar Minuten, am besten 5, damit dein Körper wieder das, was er gefühlt und gelernt hat, einordnen kann. Die Pause ist genauso wichtig wie das Tun. Versuch also nicht sofort aufzuspringen, sondern lass dir wirklich noch ein paar Minuten Zeit, damit dein Nervensystem lernen kann und alles, was er jetzt gerade erforscht und erfahren kann, strukturieren und funktional ordnen kann. Ich wünsche dir eine schöne Pause. Dankeschön.